zu langsam. Dich auserwählt. Und du wagst es, deine Hand gegen uns zu erheben. Was jetzt? Der Raum krümmt sich. Er will es beenden. Wäre nicht das erste Mal, aber garantiert das letzte. Dein Schicksal ist unabwendbar. Überlasse dein Fleisch der Dunkelheit. Dein Leib gehört uns. Unzählige Generationen warteten wir auf diesen Moment.
wenn dich deine Mühen stärkten, laste die Sünde schwer auf deiner Seele. Aber Gnade ist dein. Tu Buße und alles wird vergeben sein. Sag mir, Clive, wie viele Leben hast du gerettet, seit du meinen Namen trägst? Und wie viele zerstört? Wohin wir auch gehen, hinterlassen wir ein Tränenmeer. Dies ist der Preis deines Willens, Sohn. Was nutzt uns denn die Freiheit, wenn unsere Entscheidungen alle nur ein Ende finden, den Tod. Es ist zwecklos, Clive. Also gib endlich auf. Warum lassen wir nicht all das hinter uns? Einfach alles beenden. Bitte? Warum rettet mich keiner? Warum liebt mich denn niemand? Dieser Schmerz! Ich verzehre mich nach ihr! Was soll ich noch für sie opfern? Aus Wille wächst Verlangen. Es wird stärker und verzehrt euch. Zerstört eure Vollkommenheit. Hört ihr denn nicht, wie die Welt stöhnt und seufzt unter der Last eurer hungernden Herzen? Aber du könntest all dem ein Ende setzen. Ende setzen. Clive! Das ist alles nur Illusion. Wach auf! Lass uns nach Hause gehen, Clive. Clive. Ja, Clive. Mein Bruder. Bruder. Dich erinnern. Clive.
nochmal, bis du es weißt. Mein Name ist Clive. Clive Rossfield. Da! Ultima. Selbst hier wird das Licht des Leibes Willen nicht erstickt. Und der Phönix? Wie ist es ihm gelungen, hier einzudringen? Unmöglich, es sei denn... Es sei denn, dass er bereits Bestandteil von Mythos war. Ein Mal des Phönix, eingebrannt in sein Herz, hat durch die Kraft des Willens Gestalt angenommen. Der Wille vermag zu schöpfen. Ist das möglich? Ist Ihr Wille wirklich so mächtig? Wie lange willst du noch reden? Verdammt, Clive! Wach auf! Das tat weh. Ich weck dich nur ungern, aber wir müssen hier schnell raus. Am besten jetzt. Wovon redest du überhaupt? In der Wiege des Ursprungs erwachen unsere wahren Kräfte. Und dort wirst du Vollendung erfahren. Bald, Mythos. Bald wirst du zum ersten Mal erkennen, was wahres Leid bedeutet. Lied.
Sein Choral bebend. Ein Crescendo bis zum letzten finalen Moment. Was verborgen lange dämmerte, erwachet nun. Die Welt zurück an der Quelle. Bleiben die zwei verdammt! Der Kristall ist doch schon weg! Oh, meine Fresse! Ist das Etta? Was in Gvigos Namen geht hier vor? Nichts Gutes. Wir sind zurück. Clive! Joshua! Jill! Ist jemand verletzt? Wir nicht. Was ist passiert? Erst müssen wir hier weg. Mit! Ablegen! Los! Beeilung! Zurück aufs Schiff! Ich folge euch sogleich. Danke. Eine ganze Menge mit allen zu besprechen. Als erstes rede ich mit Otto. Was verschafft mir die Ehre? Und was darf sein? Sollte eine Weile halten. War's das? Gut. Die Zeiten sind hart. Deck dich.
Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich hoffe, du hast es passend. Du machst mich noch arm, mein Junge. Ich sehe, lebst du noch? Dieses unheimliche Ding am Himmel geht auf dein Konto, vermute ich. Was hast du angestellt? Ist eine lange Geschichte, die ich gern nur einmal erzählen würde. Ist gut. Ich rufe alle zusammen. Sind dann wohl alle. Wie ihr euch denken könnt, hat Ultima diesen Kristall am östlichen Horizont heraufbeschworen. Er nennt ihn Ursprung. Welche Bedeutung dieser Name trägt, ist noch unklar. Es macht keinen Unterschied, wie er heißt. Er hat die Chasia den Untergang gebracht. Nun ist meine Heimat endgültig Geschichte. Die Türme des Kristalldominiums wurden bereits in den ältesten Überlieferungen erwähnt. Doch meines Wissens gab es bisher keinerlei Hinweise auf ihre wahre Beschaffenheit, dass es die Hörner eines schlafenden Dämons sein sollten. Nein. Wenigstens kam ihr Ende schnell. Andernorts kämpft das dalmekische Heer verzweifelt gegen das Chaos an, das Randela verschluckt. Kanva steht in Flammen und Sanbrek. Unsere Verbündeten warten auf Antworten. Ich habe die Fluchbrecher geschickt, damit sie ihnen Schutz geben, aber der bedeutet im Moment einen feuchten Schiss. Wie sollen sie denn aufhalten, was der Himmel losgebrochen hat? In ganz Valestea geht es den Menschen von Tag zu Tag immer schlechter. Ist es möglich, dass dieser Mutterkristall wie die anderen ist? Dass er den Boden auch älter entzieht? Es sah zumindest danach aus. Instanher. Das würde erklären, warum sich die Fäule auf einmal so viel schneller ausbreitet als zuvor, oder nicht? Der Äther steigt langsam an die Oberfläche und sammelt sich, bricht aus und verwandelt alle, die ihm nicht standhalten können. Die Arke oben, Ätherfluten von unten und in der Mitte hilflos ausgeliefert, die letzten Überlebenden. Du hast recht. Als wir in Stonhöhe waren, sagte Ultima, dass seine wahren Kräfte in diesem Kristall erwachen würden. Eins ist klar, er darf nicht noch stärker werden. Um ihn aufzuhalten, müssen wir ins Innere des Kristalls. Und wie sollen wir das anstellen? Das Ding schwebt am Himmel. Und nicht mal die Enterprise kann einfach so abheben. So kommen wir nicht weiter. Wir sollten uns alle etwas Ruhe gönnen und nachdenken. Wir finden schon noch eine Lösung. Keine Sorge.
Habe ich recht, Clive? Ja, hast du. Also verzieht euch. Wird's bald. Das gilt auch für dich, Clive. Hier zu grübeln bringt dich nicht weiter. Glaub mir. Geh frische Luft schnappen. Ja, danke. Ich rede mal mit Joshua.